Gut, dem heiligen Paar dürfte es also gut gehen. Na, solange Und den die. Umständen entsprechend natürlich. Genau. Ich gehe davon aus, dass die Friedenstadt tatsächlich noch Heimat für viele Flüchtlinge ist, die dann aus anderen Regionen dazukamen, teilweise aus dem Katzloch oder aus den Villenvierteln. Also wenn noch irgendwo etwas wie Schlaf, Ruhe und Heimat existiert, dann in der Friedenstadt. Wie sieht es hinsichtlich dieser Nekromanten am Friedhof aus? Wir haben den einen oder anderen Durchbruch versucht, aber nachdem sie dann die Straßen dorthin mit ihren Sprengfallen versehen haben, sehen wir davon ab, wir haben zu viele Leute verloren. Auch dort wird irgendetwas Unheiliges getan. Die Nekromanten gehören wohl allerdings, so wie ich das zuordnen kann und wie mir das von Dana Holzhau gesagt wurde, nicht zu dem Volk von Andergast, beziehungsweise Asmodeus von Andergast, sondern eher mit Varro Gabbana. Aber es sind Aaskrähen darauf zu sehen. Verstehe. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ob das eine dann eine Aaskrähe ist oder ob das dann ein selbstgezeichneter Geier ist, aber Vögel. Ich verdreht so ein bisschen die Augen. Gab es in letzter Zeit irgendwelche größeren Truppenbewegungen oder magische Rituale, die ihr von hier beobachten konntet? Seltsames Leuchten vielleicht oder Geräusche? Ich selbst kann sowas nicht zuordnen. Magisches Leuchten nicht, nein, aber wir harren da aus, denn wir fürchten die namenlosen Tage, die da bald kommen. 11 Tage sind das nur noch und wir wissen nicht, was dort passiert oder passieren könnte. Normalerweise, so wie ihr sicherlich auch in ganz Aventurien, schließen wir uns ein, sperren die Waffen weg und dann 5 Tage lang wird niemand seine Häuser verlassen, aber das können wir nicht tun. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir die namenlosen Tage überleben. Ob oder wie. Wie sieht es im Villenviertel aus? Habt ihr darüber Informationen? Nein. Flüchtlinge von dort aus gibt es nicht, zumindest nicht hierher. Doch, wir haben, er deutet einmal die Felder, beziehungsweise dieses Borntoffelfeld dann einmal in Richtung Süden, da wo die beiden Frauen sitzen. Das ist die adlige Zekla, die kommt wohl von da, hat sich mit ihrer Freundin von dort aus gerettet. Kam allerdings selbst nicht aus dem Villenviertel, sondern von Süden, vom Zollplatz, als es losging. Also sie wohnt da, aber sie hat keine Informationen. Und diese Scharfschützen am Marktplatz, was weiß man darüber? Wenig, sitzen auf den Dächern, sitzen zwischen den Fenstern in anderen Stockwerken. Hat uns viel Kraft gekostet. Eigentlich wollten wir auch durchbrechen zur Friedenstadt und diesen Belagerungsring dann brechen. Was an sich schon ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber verfluchtes Land. Wenn ich euch raten darf, so sehr auch ihr Helden sein mögt, aber ihr solltet nicht versuchen, zur Friedenstadt durchzubrechen. Geht einfach davon aus, dass es dem Heiligen Paar gut geht. Und lasst euch nicht vom Stadtvogt zu irgendwelchen Missionen überreden. Auch wenn er in Berlinghahn ist. Oder gerade weil er in Berlinghahn ist. Verzeiht mir diese Skepsis. Ja, das ist schon berechtigt, das ist ja kein Problem. Aber wie kommen wir denn jetzt am schnellsten zum Informationsinstitut? Denn da wollen wir hin. Na, wahrscheinlich gar nicht. Das ist schlecht. Ansonsten, früher konnte man natürlich dann am Darados Park dann die Mauern erklimmen, an den verschiedenen Bandstrahlertürmen vorbei und wenn man dann in der Praios-Stadt war, konnte man noch in Richtung des Instituts vorrücken, aber aktuell alles zerstört. Ich weiß nicht, ist natürlich sehr nah an der Friedenstadt und der Belagerungsring wird dort ebenso geschlossen sein. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr einfach in Richtung von meiner Feste Hohenstein vorrücken. Vielleicht sprecht ihr dort mit der Fürstin selbst oder mit meinem Herrn Okurian. Hier werdet ihr nichts weiter finden. Keine Informationen, die euch dienlich sind. Das ist natürlich nicht das, was ich hören möchte, aber habt Dank für eure Informationen. Kann ich euch anders helfen? Wie sieht die Versorgungslage hier im Donnerfeld aus? Im Angrosch-Tempel werden die Vorräte sehr knapp. Wir haben keine Vorräte. Also genauso bescheiden. Zumindest haben wir. Ich weiß nicht, wie es im Angrosch-Tempel aussieht, aber
Unsere Heimsteine sind verflucht. Wir schlafen nicht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir diesen Faktor bis in den namenlosen Tage hinauszögern können, aber selbst jetzt ist die Lage schon drückt, aggressiv. Ich sage immer, nach müde kommt dumm. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Das ist wohl wahr. Und fällt euch noch etwas ein? Naja, gäbe es nicht eine Möglichkeit, die Nekromanten auf den Platz zu locken, auf diesen Marktplatz, sodass wir ungesehen an den Scharfschützen vorbeischleichen könnten, während die Nekromanten bekämpfen? An was denkt ihr, Zwerg? Keine Ahnung. Weiß nicht, inwieweit diese Nekromanten besonders leicht oder besonders schwer aufzubringen sind, aber eine gezielte Provokation in ihre Richtung, dann zurückziehen, folgen nach, und sie scheinen ja nicht gerade auf der Seite der Scharfschützen zu sein, und wenn die einander dann in Scharmützeln gegenüberstehen, sind wir einfach zum Tod. Nochmal die Frage, was ihr am Institut wollt. Ist das irgendein Geheimauftrag, von dem ich nichts erfahren darf? Hört ihr zur KGA? Nein. Also, ich weiß nicht, ob dieser wohnt. Aber du wolltest doch zum Institut. Ja, richtig. Wir haben Nachricht von dort bekommen. Und da es nun einmal Hellsichtsmagier sind, könnten sie uns eventuell mit Analysen weiterhelfen. Möglicherweise haben sie die schon getätigt. Und wissen jetzt mehr über Ansatzpunkte. Deswegen wäre es für uns wichtig, dorthin zu gelangen. Mit magischer Analysen, was hier los ist. Ja, richtig. Mit diesem ganzen Dämonenzeugs und so. Kanalisation. Ja, die Kanalisation, um die wird sich später gekümmert werden müssen. Das ist keine Aufgabe für einen Tag. Habe ich so auch nicht gesagt, aber ich meine, vielleicht wissen die was darüber. Und wäre ziemlich wichtig. Weil gerade wenn die namenlosen Tage kommen und es weiter so regnet und alles nicht abfließt, dann scheint das hier im wahrsten Sinne des Wortes zu versumpfen. Ja, ihr habt natürlich recht damit. Da habt ihr tatsächlich recht, das ist uns auch schon aufgefallen, dass das Wasser nicht abfließt. Obwohl wir eine Kanalisation haben. Ja, die ist eventuell etwas entrückt worden oder so. Man weiß es nicht genau. Was? Verrückt? Entrückt. Egal, ein anderer Punkt. Die Mauern, und zwar die einzelnen Stadtringe. Wie schafft ihr es, dass die Feinde nicht einfach die Mauern erklimmen und bei euch ins Sonnerfeld springen? Ja, sie haben es versucht, auch wieder mit diesen Dämonen, aber... Entweder sind sie sehr, sehr schnell oder sie sind sehr, sehr langsam. Deswegen öffnen wir auch die Tore nicht, weil dann irgendwelche kleinen, wie heißen diese flinken Dinger? Diese Ratten? Zumindest, dass die dann nicht mehr durchkommen. Und sie haben dann, wenn ihr mal oben auf der Mauer steht, könnt ihr es an den verschiedenen Seiten erkennen, wenn es da entweder sehr, sehr blank ist oder aber sehr, sehr aufgeraut. Da sind dann diese dicken Dinger hochgeschwurbelt. Reiß. Die Krieger der Feuerlilie konnten sie dann abwehren, hat dann auch viel Kraft gekostet, weil unsere Waffen nicht geweiht oder magisch sind, aber solange wir mit unserer Rondrianerin hier noch haushalten können, auch sie ist aber geschwächt und entkräftet. Wir brauchen mehr Geweihte. Von unserer Art gibt es leider nicht mehr so viele. Das habe ich wohl schon mitbekommen, sind wohl viele gestorben, hatten die Boten, die dann bei uns auf der Burg eintrafen. Hohenstein. Also fasse ich das mal kurz zusammen. Ihr könnt uns keine Hilfe zur Verfügung stellen. Wie wir zum Informationsinstitut kommen, wisst ihr auch nicht. Die Friedensstadt wird momentan noch gehalten, aber wie lange habt ihr keine Ahnung. Das hört sich ziemlich ernüchternd an, oder? Und wenn wir dorthin wollen, dann müssten wir den Marktplatz räumen irgendwie. Was ist das denn? Das klingt nach einer furchtbaren Idee. Nun, ich würde vorschlagen, niederzubrennen, aber der Regen verhindert das. Wir könnten ja alle Häuser niederreißen.
Also. Das ist schon noch eine Stadt, oder? Ja, aber. Also, um die Paktierer traut, glaube ich, keiner. Habt ihr eine Idee, Bolt? Die Stadt ist ziemlich leicht wieder aufzubauen, sobald die Paktierer weg sind. Ja, wir haben die Paktierer, um die traut tatsächlich keiner. Aber den Rest kann man ja wieder aufbauen. Und wenn da nur die Scharfschützen sitzen, dann reißen wir die Häuser nieder, in denen die Scharfschützen sind. Dann fallen denen die Steine auf den Kopf und wir können einfach durchlaufen. Klingt eigentlich ganz vernünftig. Also militärisch macht das durchaus Sinn. Wie schnell könnt ihr das tun? Ich kann so ein Elementar beschwören. Ich kann das nicht tun, aber... Ihr müsstet ein Elementar beschwören. Ja, aber würde der sich nicht hier einfach auf die Dämonen stürzen? Ich sehe gerade keine Dämonen, aber... Seid ihr da reiß, die da draußen rumfliegen? Ja, gut, das aber ist ein Erzelementar. Ich glaube nicht, dass der Reis da oben erreichen würde. Gut, ich weiß natürlich nicht so genau wie ihr, was für eine Reichweite die Sinne eines Elementars haben. Aber wenn ihr das empfehlen würdet, dann, halte ich schon für einen guten Plan. Zumindest würde es sie sehr ablenken, wenn die Erde schüttelt. Ich wollte gerade sagen, bitte versucht es nicht mit einem Erdbeben. Wenn uns hier auch noch die Türme einstürzen oder die Mauern kaputt gehen, dann ist das Donnerfeld verloren. Ja, also es geht nicht darum, einen Dämon des Erdbebens zu beschwören, von denen es natürlich auch welche gibt, sondern einen Elementar. Und so wie ich das verstanden habe, kann man diesen gezieltere Aufträge geben. Ja, das ist richtig. Ich hätte... Ja, genau. Das war genau das, was ich sagen wollte. Ich hätte natürlich kein Erdbeben in der ganzen Stadt gemacht, sondern vielleicht ein Erdbeben in einem kleinen Teil der Stadt. Oder das Einreißen von Häusern. Das wäre auf jeden Fall nützlich, wenn die ganzen Scharfschützen unter Schutt und Asche begraben sind. Gut. Vorher sollten wir uns aber darum bekümmern, wie genau wir dorthin kommen. Ich denke mal, die Zufahrtsstraße wird keine Option sein, weil sie wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten belagert wird. Immerhin ist ja auch der Tempel geschändet worden. Vielleicht wäre es besser, wenn wir stattdessen auf ein Haus klettern und von dort aus diesen Berg dort erklimmen und über die Mauer hinüber. Naja, das Problem wird natürlich sein, das sind auch gute Aussichtspunkte. Der Feind könnte da halt auch gut patrouillieren, ne? Wahrscheinlich hat der Feind das auch schon versucht. Ich denke, der Feind wird schon sich komplett um das Ding platziert haben. Die sind doch nur im Inneren des Gebäudes sicher durch diese komische Schlangentür, oder nicht? Also prinzipiell könnte ich auch einfach... Das wäre dann... Ich könnte vielleicht eine Person mitnehmen. Ich könnte Isarun mitnehmen. Theoretisch könnten wir auch einfach zu zweit durch die Erde zum Informationsinstitut gehen. Und ihr redet dann mit euren Kolleginnen und Kollegen und ich sammle dann meine Kräfte und dann kehren wir hierher zurück. Und hätten dieses ganze Kladderadatsch überhaupt nicht. Das wäre natürlich hervorragend. Meint ihr, dass das klappt, trotz der Veränderung der Kanalisation? Also, dass dieser Djinn sich trotzdem einen Weg bahnen kann? Wenn die Kanalisation, wie ihr sagtet, entrückt ist, dann ist sie ja nicht mehr wirklich hier verankert. Ich denke, dann ist das Erdreich, also Sumus Leib, per se nicht verändert. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten wäre das furchtbar. Aber ja, natürlich. Also ich meine, ich kann natürlich jetzt keine umfassende Analyse geben, aber von diesen Ortsveränderungen, die wir bisher mitbekommen haben, ich denke nicht, dass es rein derisch ist, wie wir uns fortbewegt haben. Ich denke schon, dass da eine gewisse Teleportationskomponente mit darin war, eben auch vermutlich mit Limbus-Magie. Dann ist die Kanalisation also nicht mehr gänzlich derisch und das würde keine Probleme machen, schätze ich, zumal... Also ich verstehe zwar kein einziges Wort von dem, was ihr da redet, aber es tut halt doch ganz gut, dass man mal wieder einen Magier hier hat. Die Rondrianin kennt sich halt auch nur mit profanen Sachen aus. Ja, den Abel mir, den lassen wir euch da. Ja, dann macht das doch. Dann geht doch durch die Erde. Das klingt mir nach dem einzigen stabilen Plan.
Ich denke auch, dass es vernünftig klingt. Also, wie lange braucht ihr zur Vorbereitung, Voltax? Das kommt ganz drauf an. Ich habe das noch nie mit einer Person gemacht, die mich begleitet. Und ihr solltet vielleicht alle metallischen Gegenstände ablegen. Das ist ja, ansonsten bleibt das wohl in der Erde zurück. Aber ja, so prinzipiell... Mir ist zwar ein bisschen unwohl dabei, mein Schwert und meinen Stab zurückzulassen, aber das wird wohl in Ordnung sein. Euer Stab ist doch aus Holz, oder? Sicher, aber am Kopf und am Fußende hat er eine Mulzsilber bzw. eine Eisenhülse. Wurden geschmiedet? Ja. Na gut, dann solltet ihr ihn zurücklassen. Wir passen schon auf euer Zeug auf. Also ich könnte, aber dann müsste ich mindestens eine Nacht dort nicht ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Oder wir haben vielleicht noch einen Astraltrank. Also hinbringen kann ich uns auf jeden Fall, das ist kein Problem. Gut, also ich denke auf den einen Tag, naja, natürlich kommt das irgendwie darauf an, aber hoffentlich nicht zu sehr. Also ich denke, es ist die notwendigen Vorbereitungen und ich stimme Rafim zu, dass das ein guter Plan ist. Also viel besser als die, also natürlich ist es immer noch besser, die alle umzubringen, aber vielleicht kommen wir dann nochmal später zu. Oh, ich zähle darauf, dass die nicht mehr länger auf Dere wandeln werden. Ja. Okay. Derweil beim Baron bzw. beim Bürgermeister. Abelmir, dir wurde gerade wohl auch Tee eingeschenkt, also heißes Wasser mit Kräutern aus dem Garten. Es duftet so ein bisschen kräuterig schon, aber als Tee das zu klassifizieren, ist schon sehr bitter. Vielen Dank, ich verstehe eure Mühe. Jalan, ihr sagte gerade, dass... wovon habt ihr gerade geredet? Oh, verzeiht, wir sprachen gerade über die Lager auf der Ostseite des Dachbads. Ja. Jedenfalls nach unseren Beobachtungen aus sind die meisten Bauern wenigerweise geflohen. Die übrigen verstecken sich in Angst vor den Ausfallenden. Nicht Paktierern, aber Irrhalken, Gardisten in ihren Häusern und hoffen nicht aufgetrieben zu werden. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wie schien es um eure Familie? Ach, das weiß ich leider nicht. Ich bin vor diesem ganzen Debakel aufgebrochen. Ich war auf dem Turnier in Gard eingeladen und hatte dort den ein oder anderen Streitern zugesehen und wollte danach eigentlich wieder zurück nach Obstein-Tiefwald aufbrechen, aber dann diese Querelen mit dem ganzen Krieg, da bin ich dann in Romilis geblieben und habe seitdem meine Baronie leider nicht mehr gesehen, aber... Hätte ich mich doch etwas mehr beeilt. Ja, fühlt sich ja eine wichtige Aufgabe. Schrecklich. Ja, genau, daran klammere ich mich auch. Selbst wenn es meiner Familie nicht gut gehen sollte, ich tue hier mein Werk, um die Stadt zu verwalten, um sie zu regieren und in der Abwesenheit der Fürsten dann doch zu noch etwas Gutem dann zu bewegen. Ja, so wäre ich von Praios eingesetzt worden bin. Der Adel ist zum Regieren geboren und nur der Adel vermag es, dass man sich zu einer solchen Stadt dann auch, dass das Ganze dann eben in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Ja? Ich habe damals meine Baronie Obstein zu einem sehr fruchtbaren Tal gemacht und wir haben unglaublich schöne... Habt ihr schon einmal Obstein besucht? Ja? Wenn ihr in Richtung Norden aufbrecht, ihr müsst euch mal die Sokramor-Heilige Eiche ansehen. Oder den weissagenden See, der soll in den Wäldern liegen. Ja? Im Wirneswald, da verliert man ganz schnell die Orientierung. Wir haben Koppeln und wir haben die Schwerterburg und Drachweiler und den Hörnerberg. Die schneebedeckten Gipfel, das müsstet ihr euch ja mal ansehen. Also ganz, ganz hervorragendes Gebiet, was mir da von der Fürstin zur Verfügung gestellt worden ist. Wenn dieser Krieg vorbei ist, werde ich sicherlich einmal euch besuchen auf eurem Anliegen. Sehr gut. Wenn ihr in der Baronie Friedwang seid beispielsweise, dann könntet ihr auch den guten Alrik von Friedwang besuchen.
Der ist vielleicht in letzter Zeit ein bisschen hinkend und von der Gicht geplagt, aber ist ein guter Freund von mir und der hat auch sehr, sehr schöne Gebiete. Ich hoffe, dass sie nicht abgefallen sind dann, aber ich Und ich bin ja denke, froh, es dass wird. Opstein, wenn ich rede, ich bin ja ganz froh, dass Opstein nicht an der Hauptstraße liegt und dass da der Herzog von dem schwarzen Drachen vorbeigezogen ist, ne? Ich gehe davon aus, dass Galles schon kaputt ist, aber Opstein liegt so tief in den Wäldern mit Baronie Rammholz und Exmoos und Wolkenried, dass wir haben ja in der letzten Zeit auch die ganzen Transsysilier, die sich dann versucht haben, über die Berge hinüberzuschlagen, konnten wir ja mit meinem Geschick zurückschlagen. Das möchte ich erwähnen. War der schon mal in der Baronie Zippelding? Nein, aber sie hört sich Glücklicherweise sehr, nicht. sehr abgelegen an. Da soll es einen Goblin-Häuptling geben. Das ist ja nichts, was ich, wenn ich der Vogt wäre, Parambol von Pandlariel, das würde ich ja nicht dulden. Aber der hat seine Baronie noch nicht so gut unter Kontrolle wie ich hier. Aber ich kann ja auch Romulus mittlerweile verwalten, ne? Die Ja, haben eine Gewinnung von Quarzsand. Das ist auch relativ gut, aber die kommen ja an uns vorbei. Und da kann man sehr gut Steuern pressen. ich verstehe. Interessant. Wie hoch ist denn der Steuersatz auf Quarzsand zurzeit? Ach, wir nehmen auf alles 5%. Alles 5%. Nun, das erscheint mir fair. Doch, ich Vergleich zu denke dem, auch. was, Ja, Vergleich zu dem, was wir wir euch machen da die hinten Wälder haben. sicher und solange der von Pantlariel in seinen Wäldern und in seiner Bergregion Goblins duldet, kann ich die 5% auch gut vor Praios rechtfertigen. Ja, ihr beschützt die ganzen Händler, die durch Ich eure wollte gerade Region reisen. sagen, Das ja. kostet Geld. Ich wollte gerade sagen, na, wir sind ja hier nicht in Rappenflur. Ja, genau. Wir sind hier in Romulus, beziehungsweise in eurer Baronie dann. Naja, meine Baronie ist das nicht. Ich vertrete ja auch nur die Fürsten, ne? Aber in Opstein, da ticken die Uhren noch anders. Ja, wollen wir es hoffen, dass diese Baronie noch Recht und Ordnung beherbergt. Wenn ihr im Norden seid, in der Baronie Devensberg, es gibt auch noch die Baronie Aschenfeld, aber der Name ist Programm, da solltet ihr euch nicht hinwagen, ne? Weil Aschenfeld ist ein Aschenfeld. Da lebt die Baronin Euvinia von Forst Havelingen. Die Es ist hört ziemlich sich. verbittert, ne? Die hat auch kein Kriegsvolk mehr, weil sie die nicht mehr mag. Die hat seit den Ogerschlacht und der Trollpforte, die wohnt da ziemlich nah dran. Am Todeswall, ne? Die alte Ogermauer. Und seit der dritten Dämonenschlacht ist die ziemlich verbittert. Aschenfeld, es hört sich bohrangefällig an. Nein, also Aschenfeld ist ja auch größtenteils von der Varunkai besetzt. Also, ich sag ja, Oh. der Name ist Programm. Aschenfeld ist ein Aschenfeld. Und ich dachte, Da ne? verschwinden sogar die Greifen. Ne? Guckt darüber so zu Jarlan und versucht so ein kleines Lob zu erheischen, weil er die Greifen erwähnt hat. Kriegt er nicht und Ich kriegt er nicht, aber er wird auch nicht guckt wieder zu angeschissen und Abel alles mir. wollen wir sich Guckt wieder freuen, zu Abel ne? mir, das ist ein viel, viel interessanterer Gesprächspartner. Der weiß um Etikette und Anstand. Aber Also, Galli. aber mir, wenn du so zur Seite schaust, siehst du schon, Erlan hat schon Leute für weniger angeschnauert. Ja, hochroter Der beißt Kopf, sich fast gerade hart auf die explodiert. Zunge. Ich mach weiter, das ist lustig. Galli, ich bin einmal nach durch Galli durchgekommen. Ich konnte leider nicht allzu lange verweilen, aber ein bezaubernder Ort. Ein bezaubernder Ort, ja, Galles. Mit dem Athema-Berg, ne? 6 Schritt hohe Mauern und ach, die Gassen sind mir zu eng, ne? Würde ich nicht. Und viel zu viele Treppen, ne? Das ist anstrengend beim Laufen, ne? Ich habe ja auch so ein kleines Bäuchchen, ach, könnte ja, ne? Aber ein kleines. Aber Aber nur ein das, ganz kleines. also ich meine, gut zu verteidigen, aber wenn die Leute noch aus der Luft kommen, das wäre mir dann doch zu. Das wäre mir zu. Aber der Raoul von Bärenfang ist ein guter Mann, ne? Ich habe ihn leider noch nicht Ich finde kennengelernt. seinen Firon-Kult finde ich ein bisschen anstrengend, aber ja. Jalan, ihr schaut so merkwürdig. Ja, nein, vergesst es. Verzeiht, Ja, eure dann Hochmut, würfel verzeiht. mal auf Sagen und Legenden. Ja, das ist ein Wissenstalent. Das ist sogar ein guter Wurf, aber nicht so viele Punkte. Du weißt, dass es in der Baronie Opstein einen Hexentanzplatz auf dem Hörnerberg gibt. Den hat er natürlich nicht erwähnt. Ja, ich werde mich jetzt aber nicht unbeliebt machen.
versuche gerade so sehr, mich nicht unbeliebt zu machen. Also, er hat keine Goblins, er hat halt Hexen. Ja, nun, Probleme. Euer Hochwohlgeboren, ich hatte gar nicht gehört, dass sich bei euch in der Heimat die Rotpelze eingenistet hatten. Nee, nee, nicht in meiner Heimat. Das ist ja in Mistelhausen und in Zibbelding. Wir passen auf, dass niemand dann aus transsüdischen Gebirge dann zu uns rüberkommt. Aber ich habe ja gehört mittlerweile, dass es wohl auch jetzt die Riesen gibt, die jetzt runtergestiegen sind. Ja, die kennen wir auch. Ja, das sind alte Legenden, die leben ja schon seit Tausenden von Jahren. Und oh, hier A4 und A-Mar und A-Ghul und wie sie alle heißen. Riesen. Wirklich, Riesen. Ja, die sollen jetzt wieder runtergestiegen sein. Ich hätte die ja damals besiegt, aber die sind bei mir noch nicht lange vorbeigekommen. Ich habe meine Baronie unter Kontrolle und Romulus noch nicht, aber das wird bald sein. Ne? Jetzt, wo ich kräftige Streiter und Recken an meiner Seite habe, habe den idealen Platz, den idealen Plan, und dann, wenn wir diesen Marktplatz von Scharfschützen gesäubert haben und die Nordlandbank endlich wieder uns gehört, dann nehme ich das alles in Angriff. Ja? Wenn die Nordlandbank uns gehört, also mir, dann... Ihr meint, ihr wollt sie unter Kontrolle bringen. Ja, ja, das ist auch das, was ich gesagt habe. Romulus muss wieder... Euer Hochwohlgeboren, was genau nutzt die Nordlandbank denn gerade in den Kriegsbemühungen? Naja, wir müssen Söldner ausheben. Und woher, euer Hochwohlgeboren? Naja, wenn wir nur Nordlandbank haben, dann können wir die auch kaufen. Welche Söldner, euer Hochwohlgeboren? Wie, welche Söldner, welche Söldner? Die würden wir dann wohl auftreiben können, da macht man einen Anschlag... Und dann kommen die und melden sich. Ja, dann muss man halt ein bisschen mehr bezahlen. Dann sind es nicht 2 Silber, sondern 3 Silber. Dann rennen einem die Türen ein. Macht man einen Söldnervertrag und dann... Ich frag da die gute Iro ihrer Gnaden Holzhau. Die kann mir da sicherlich helfen. Die kennt sich bestimmt gut aus. Auch wenn das keine Chorgeweihte ist, aber... Nun, wie es sich so gut gibt, ist mein Begleiter, der Raphim, tatsächlich ein Akolut des Chor. Er kann euch sicherlich in solchen Dingen beraten. Soll ich ihn kurz hereinholen? Ausgezeichnet. Ja, ja, das trifft sich doch ganz gut. Wie gesagt, die Nordlandbank gehört noch nicht uns, aber wenn ihr, dann können wir ja schon mal über die ganzen Sachen sprechen. Ja, ich springe auf, der Stuhl hinter mir klappert fast zu Boden. Und eile so, du gibst mir, die Etikette. Du gibst nochmal eine Gerechtigkeit und nochmal eine Selbstwehr. Also, das ist jetzt... Der Mann ist schon ganz, ganz hart und oh. Nochmal selbst? Warum eine Selbstsucht? Ja, nochmal eine Selbstsucht. Ich verstehe nicht, warum, aber es wird sich ergeben. Okay, es wird sich nicht ergeben, schade. Jedenfalls, so schnell es die Etikette gebietet, eile ich heraus und schlage die Tür hinter mir. Du könntest ihn auch selbst aushandeln. Ja, okay, du kannst auf alle Fälle auf ihn dann suchen. Und Abel mir genießt dann noch seinen, ich nenne ihn mal Tee.